Aber alles in allem fand ich es nicht so schlimm wie den Kampf aus dem zweiten Teil. Der hat mich echt genervt. Da beim ersten Mal habe ich hier auch gefühlt eine Stunde mit diesem Kampf verbracht, aber da habe ich, glaube ich, auch nicht geschnallt, dass der sich zwischendurch heilt, wenn er Gaias Herz angreift. Dann habe ich einfach machen lassen. Und das ist natürlich dämlich. Ja, aber diesmal habe ich es ja kapiert. Und dass ich das auch unterbinden muss. Die Welt liegt in Trümmern. Zeus ist gefallen. Und nur einer bleibt. Ich werde deiner überdrüssig, mein Sohn. Oh, ernsthaft. Ist es nicht langsam mal gut? Mein ganzes Zeug. Und gegen das Kopf. Ich habe dich erschaffen und ich vernichte dich. Meine Itemleiste und meine Magie. Ey, das ist jetzt aber... Leck mich am Arsch, Zeus. Hallo? Und nun? Nichts als Dunkelheit liegt vor dir, Kratos. Ach ja, meinst du? Vater, bitte, verlass uns nicht wieder. Ach du Scheiße. Ja, ich komm ja schon. Ich dachte, das ist vorbei. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern an diesen Teil. Kann ich nichts mit anfangen. Okay. Machen wir einfach weiter. War nicht hier lang. Stimmt. Und für meine Zuschauer. Oh, hier ist Blut. Folgen wir mal dem Blut. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Diese existenziellen Selbstfindungsmomente Mutter? Hier, das ist ja furchtbar. Was geschieht da draußen? Die Menschen, die Feuer. Psst, bleib bei mir, Calliope. Mutter, ich hab so Angst. Kommen die, um uns zu holen? Dein Vater wird uns beschützen. Lass nichts übrig. Brennt das Dorf nieder. Vater? Kratos. Vater, nein. Kind. Wie? Ich ließ sie in Sparta. Ares! Ja, ganz ehrlich, ich bin mir inzwischen nicht mal mehr wirklich sicher, dass das tatsächlich Ares war, der Calliope und seine Frau dahin gepackt hat. Ja? Nach allem, was wir inzwischen über diese dreckige Schlampe Athene wissen, ja, Meisterin der Täuschung. Kannst du mir nicht anders... anders kannst du mir nicht erzählen. Ja, die Wurzel allen Übels. Na schnell, ich kann helfen, Kratos. Ich komm ja schon. Hetz mich nicht. Oh, was hast denn du da? Ach, gar nichts. Du bist das, die da liegt. Kratos, in der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Uh-huh. Na, dann mal los. Und ich folge trotzdem weiter dem Blut. Da hinten ist was.
Ach, du kannst das Licht sehen. Es verändert dich. Es wird Zeit, deine Ängste abzulegen. Das Licht zeigt die Wahrheit. Die Macht der Vergebung kommt von innen. Willst du Vergebung, musst du die Kraft finden, dir selbst zu vergeben. Er hat nie um Vergebung gebeten. Er wollte einfach nur vergessen. Das war damals in God of War 1 schon so. Weil er weiß, dass seine Taten unverzeihlich sind. Einfach weiter dem Weg folgen hier. Während ich versuche, mich zu erinnern, ob da jetzt noch eine Phase zum Kampf mit Zeus kommt oder ob das Ganze in der Sequenz endet. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Weil eigentlich haben wir ihn ja schon ganz schön weggefletscht, ne? Athene! Nicht! Nee, von der will ich keine Vergebung. Mit der kann ich auch gar nicht interagieren, interessanterweise. Ich bin da mal weg. Ja, ist ja schon gut, ich komme wieder. Blöde Kuh. Aber mich erstmal weglaufen lassen, ne? Kratos, Furcht trieb Zeus zum Mord an seinem Vater Kronos. Die Aber der war doch gar nicht tot! Führte zum großen Krieg. Den haben wir getötet! Zeus dazu, dich zu töten, seinen eigenen Sohn. Zeus nutzt Furcht, um dich im Dunkeln zu halten. Stell dich den Dämonen und bette sie zur Ruhe. So, jetzt darf ich aber weiter, ja? Hierher, Kratos! Ja, ich komme ja schon. Die Klippen kenne ich. Wirkt irgendwie ein bisschen vertraut gerade. Die Götter des Olymps haben mich verlassen. Alle Hoffnung. Du dich an jenen Tag, Sparta? Ich lasse nicht zu, dass du mir weh tust. Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Andorra. Du kannst dein Schicksal nicht ändern, Kratos. Ein Meer aus Blut. Ich gab dir alles. Bitte, tu es nicht, Sparta. Du hast, was du wolltest. Jetzt lass mich! Ach, muss ich das jetzt hier reinigen, oder was? Spartaner! Heute magst du mich besiegen. Aber am Ende, Kratos, am Ende betrügst du nur dich selbst. Dafür. Ich schwimme erstmal einmal, Komm, ich kann dir den Weg zeigen. Ah, okay. Ja, schmeiß weg, was soll's? Komm ja schon. Kannst du mal die Klappe halten? Hierher, Kratos. Beeilung, Kratos. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Hör nicht auf sie, Kratos. Versage einmal mit deinem erbärmlichen Leben nicht. Versage nicht so wie meine Familie! Alter, ist das laut gerade! Ist ja furchtbar! So, und das dürfte unser Ziel sein jetzt hier. Kratos, du weißt, es ist der
die Büchse der Pandora. Als die Furcht der Götter wuchs, wich meine der Hoffnung. Die Übel der Welt entfleuchten ihr, doch Pandora schloss die Kiste rechtzeitig. Und die Hoffnung blieb darin. Die Macht, einen Gott zu töten. Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. So. Jetzt hier Showdown oder was? Die ultimative Alpenfletschung jetzt hier. Volles Brett aufs Maul. Und dann ist mal gut hier. Okay, ich mach mal was anderes. Und tschüss. Das sah doch gut aus. Ich sage jetzt einfach mal tschüss, Mann. Ja, das sieht so ein bisschen nach der ultimativen Fletschung aus. Ich glaube, jetzt ist gleich Schluss. Der macht's nicht mehr lange. Volles Brett aufs Maul und tschüss, Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einfach hier immer weiter drücken und drücken und drücken und drücken und drücken und drücken muss und irgendwann passiert dann was oder ob dann tatsächlich erst wieder was passiert, wenn ich aufhöre zu drücken. Deswegen dachte ich, ich teile kurz noch meine Gedanken mit, während ich hier einfach weiter drücke und wenn ich dann mit dem Satz fertig bin, dann höre ich einfach auf zu drücken und dann gucken wir mal, was passiert. Also, seid ihr bereit? Ja? 3, 2, 1 und tschüss, Mann! Gut gemacht, Kratos. Befreit vom Joch des Olymps und gereinigt durch das Chaos, ist die Menschheit nun bereit für meine Botschaft. Sieh dich um, Athene. Die Welt liegt im Ruin. Was nützt da deine Botschaft? Geh, wenn du musst.
Aber zuerst will ich, dass du mir die Macht aus der Büchse übergibst. Die Büchse war leer. Das kann nicht sein. Ich sehe es in deinen Augen. Du besiegtest mit meiner Macht Zeus. Du hast sie auch jetzt noch. Begreifst du denn nicht? Als Zeus die Übel einfing und in die Büchse sperrte, war ich besorgt, was geschehen würde, wenn man sie öffnet. Deshalb beschwor ich die mächtigste Waffe der gesamten Welt und ich tat sie in die Büchse. Ich sagte doch, sie war leer. Pandora hat sich umsonst geopfert. Sie starb wegen meines Durstes nach Rache. Du musst dich irren. Du hast mit meiner Macht Zeus getötet. Ich habe es doch gesehen. Es sei denn... Natürlich. Beim Öffnen der Büchse sind die Übel zu den Göttern geströmt. Infizierten sie? Veränderten sie. Zeus selbst wurde Opfer der bösen Übel. Darum wurde er so unglaublich zornig und besessen von deinem Tod. Eines der Übel hatte ihn ergriffen. Ich dachte, die finsteren Mächte der Büchse wurden niemals befreit. All die Jahre glaubte ich, du hattest die Hilfe der Übel beim Sieg über Ares. Ich habe mich geirrt. Die gestohlene Macht aus der Büchse gehört mir. Daher hast du die Kraft, die Zeus nie vernichten konnte. Sie ist so groß, dass sie sogar Furcht bezwingt. Verborgen tief in deinem Innern, Kratos, ist Hoffnung. Sie war tief vergraben, versteckt unter deiner Schuld und den Vergehen deiner Vergangenheit. Bei deinem Sieg über Zeus musst du sie durch irgendetwas erweckt haben. Was war es, Kratos? Hoffnung macht uns stark. Darum sind wir hier. Damit kämpfen wir, wenn alles andere verloren ist. Was war es, Kratos? Ich weiß nur noch, was ich verloren habe. Darum solltest du die Macht mir geben. Ich weiß um ihre wahre Bedeutung und wohin sie gehört. Ich weiß, du wirst das Richtige tun, Kratos. Du irrst dich. Du schuldest es mir, Kratos. Ich schulde dir gar nichts. Ich kröne dich zum Gott. Ich schützte dich vor dem Zorn des Olymps. Ich verhalf dir zur Rache an Zeus. Es ist vorbei, Athene. Du würdest mich wirklich niederstrecken? Abermals? Meine Rache endet jetzt. Nein! So, und jetzt ein allerletztes Mal. Volles Brett aufs Maul. Und tschüss, Mann. Du enttäuschst mich, Spartaner.
Und das war's. Ich habe ja nie versprochen, dass es ein Happy End gibt. Genauso wenig, wie ich irgendwann gesagt habe, dass wir den großen Helden spielen. Ganz im Gegenteil. Ich habe von Anfang an, schon damals, als wir vor gefühlt so langer Zeit mit diesem Projekt hier angefangen haben, schon damals habe ich gesagt, dass wir definitiv nicht den großen strahlenden Helden in dieser Geschichte spielen. Nein. Kratos Durst nach Rache hat die Welt an den Rand des Ruins getrieben. Der Olymp ist vernichtet. Die Götter des Olymp sind zerstört. Die Übel sind in die Welt entlassen. Der Hades, der Tartarus, das Elysium sind völlig aus der Bahn geworfen. Die Ozeane haben das Land verschlungen. Die Sonne ist erloschen. Sämtliches Leben auf der Erde steht quasi, zumindest so, wie es hier in dieser Geschichte dargestellt wird, steht sämtliches Leben auf der Erde am Rande der absoluten Auslöschung. Und doch, wie uns das Ende gezeigt hat, als Kratos sich selbst geopfert hat, um seine Macht, ja, wenn, als die Götter gestorben sind, jedes Mal, wenn ein Gott gestorben ist, ist das Übel, das diesen Gott besessen hat, das von diesem Gott Besitz ergriffen, das diesen Gott infiziert hat, dieses Übel ist in die Welt entflossen. Das war das, was wir immer gesehen haben. Das war das, was die Welt hier tatsächlich an den Rand der Vernichtung gebracht hat. Und am Ende hat Kratos sich selbst geopfert und die Kraft, die in der Büchse verborgen war, die Kraft, die damals auf Kratos übergegangen ist und die seit seinem Sieg über Ares tief im Inneren seiner Seele verborgen war, diese Kraft, die hat er am Ende dann in die Welt entlassen. Und deswegen gibt es noch Hoffnung. Ganz am Ende, ja, nach 6 Spielen und nach gefühlten Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Litern an Blut, die im Namen seiner Rache vergossen worden sind, ganz am Ende, da hat er es dann endlich geschissen gekriegt, da hat er dann doch wenigstens einmal, ein einziges Mal in seinem Leben, hat er das Richtige getan, einmal hat er nicht versagt, ganz so wie Zeus es wollte, aber es verbleiben am Ende dieser Geschichte dann tatsächlich noch ein paar offene Fragen. Und die dringlichste, die mich wirklich am meisten interessiert, das ist die Frage, was genau ist denn jetzt eigentlich mit Athene, die meiner Meinung nach, wie ich da im Rahmen dieses Let's Plays kundgetan habe, die meiner Meinung nach von Anfang an hier im Hintergrund die Fäden gezogen hat und am Ende als die alleinige, absolute Herrscherin über die gesamte Welt, wenn nicht sogar über die gesamte Existenz dastehen wollte, ja? Sie hatte jetzt ihr Ziel nicht erreicht, aber sie hat am Ende auch nicht ihr Fett mitbekommen. Ja? Die ultimative Fletschung, die ist im Falle von Athena ausgeblieben. Ja? Der meiner Meinung nach große Bösewicht der ganzen Story, ja? Der kommt am Ende davon. Aber eine Sache, die dürfen wir dabei natürlich nicht außer Acht lassen. Es ist jetzt heute, nur mal kurz gucken. Moment. Es müsste heute sein, der. Ist heute der 14. März? Könnte der 14. März sein, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich mich auch verrechnet, aber auf jeden Fall, es ist noch ein knapper Monat. Ein knapper Monat trennt uns jetzt noch vom 20. April des Jahres 2018 und alle, die sich auch nur ansatzweise für God of War interessieren, die wissen natürlich ganz genau, was das bedeutet. In einem knappen Monat geht die Saga weiter. In einem knappen Monat erwartet uns God of War 4. Und die Geschichte geht weiter. Und ich hoffe ja wirklich, dass vor allem halt diese Athene Sache, dass die nochmal aufgegriffen wird, dass wir noch erfahren, was mit Athene passiert ist. Und vor allem eine Sache,
Die muss auf jeden Fall geklärt, die muss auf jeden Fall auch erklärt werden. Und zwar, wir haben ja jetzt gesehen, was hier am Ende von God of War 3 mit Kratos passiert ist. Er hat sich das Schwert des Olymp in den Leib gestoßen, er hat die Hoffnung in die Welt entlassen und ist gestorben. Ja, also Kratos hat sich selbst geopfert, um der Menschheit Hoffnung zu geben. Und jetzt ist natürlich die Frage, von dem Moment, wie kommen wir von dem Moment zu dem, was wir in dem einen oder anderen Trailer jetzt tatsächlich auch schon über God of War 4 gesehen haben. Und es wird sehr interessant sein, diese Frage zu beantworten. Ich freue mich da auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich habe es auch schon vorbestellt. Das heißt, ich müsste es rein theoretisch am Tag der Veröffentlichung kriegen. Und dann können wir natürlich gleich gemeinsam in das nächste Let's Play Projekt hier auf dem Kanal starten. Ich freue mich schon drauf. Aber hier und jetzt und für heute und für den Augenblick ist hier jetzt erstmal Schluss. Das war God of War 3. Ich bin der Rio. Ich klinke mich an dieser Stelle aus, bedanke mich bei euch noch einmal fürs Zuschauen und hoffe, wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es hier auf dem Kanal dann wieder heißt Let's Play Better. Und natürlich insbesondere, wenn es dann hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play God of War 4. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Für den Moment bleibt mir aber nur noch euch eins zu sagen. Für den Augenblick wünsche ich euch nämlich noch eine gute Nacht. Bis dann.